Ohne Leid. Piu, 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 piu. Kommt er jetzt wirklich über? Oh, ja, okay. Aber wir haben uns hingelegt. Und dieses Mal ist es realistisch. So. Gut. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gossalkoon Wildlands. So, wir sind gerade dabei, die Basis auszuschalten. Der Hubschrauber immer noch da. Wir haben hier einige schon letztes Mal gemacht. So, jetzt werde ich, glaube ich, in Anführungsstrichen Nahkampf gehen. Den halt nicht sehen. Ist der? Hier ist ein Sicario. Ich sehe niemanden. Okay, nichts passiert. So, dann gehen wir halt wirklich in den Nahkampf. Aber schön, dass der hier eine Tür offen hatte. Das ist praktisch. Na gut. Ihr Leutnant rennt weg. Der da? Ist doch egal. Sie kommen auf uns zu. Was machen wir, Boss? Wir gehen weg. Ja, natürlich kommen sie jetzt zu uns, ne? Das ist so nervig. Geh in Position. Auf eine neue Position. Sekunde, geh in Position. So unnötig. Ich sehe das Ziel fast. Bereit für den Angriff. Greife Tangos an. Der Tango ist hin. So unlogisch. Das war's. Alle okay? Haben sie aufgescheucht. Wieso? Why? How? Alter, wie viel ist denn das denn? Los voy a encontrar, putos.
Schon krass, wie viel. Mal schauen, ob die noch lange da bleiben. Sie beruhigen sich. Die denken, alles okay, alles okay. Wow, danke. Ah ja, gut. Also, dann nochmal von vorne. Wir warten jetzt auf jeden Fall, dass die Idioten wieder wegfahren. Und dann, dass die dann immer sofort wissen, woher man kommt, ne? Naja. Oder nicht woher man kommt, sondern wo man steht. Nee. Die Drohne ist oben. So, dann will ich, also hier ist noch irgendwo einer. Ah, da und da ist noch irgendwo einer. Ah, wie komme ich da rein? Ist das dieses U-Boot-Ding wahrscheinlich? So, der war schon mal gut. Mal sehr viel besser jetzt. So, dann werden wir die beiden mal jetzt ausschalten. Den zweiten sehe ich halt nicht. Das war ein bisschen risky. Aber alles gut.
Es ist alles gut. Die werden dich sehen, Victor. Alles gut. Ich weiß. Und wie geht's dir? Puh. So, gut. Sorry, dass ich gerade so wenig gequatscht habe. Aber war gerade etwas angespannt. So, vor allen Dingen hier gibt's anscheinend noch viele. Aber ich sehe halt nichts. Wahrscheinlich sind die alle unten. Und die Frage ist, wie ich da runterkomme. Hi. Ay, mi gordita. Sehe ein Drogenboot. Muss Cerebros Luxusmodell sein. Okay, alles sauber. Sehr schön. Gut. Dann, wie soll ich das jetzt zerstören? Handgranat reinwerfen oder was? Granate fliegt. Ziel zerstört. Bloß nicht unaufmerksam werden. So, das ist schon mal sehr gut. Ja, ist, also an sich hätte alles sehr viel besser werden können. An sich war das Ganze nicht so schwer. Ja, eigentlich. Quasi. So, gut. Dann würde ich sagen, fahren wir dann hier hin. Und dann dahin. Das ist auch mal ein Plan. So, und dafür holen wir uns unser Helikopter wieder. So. Oh Mann. Das nervt mich immer noch, dass die mich erwischt haben. Ich bin der Pilot. Wie die der das denn die ganze Zeit sein muss. Oder immer wieder. So, da bin ich mal gespannt auch, wie an sich am Schluss die Geschichte dann zusammengeht. Also, weil an sich passiert es ja auch sehr häufig, dass dann die Rebellen genauso schlimm sind oder schlimmer als die Unidad Heli. Dass mir die Leuchtraketen check ich halt immer noch nicht. Warum? Warum werden die da warum werden die da ja gezündet und manchmal explodiert hier was? Der ist nicht explodiert.
So, sehr schön. Hey, Kartellschütze. Ich dachte, ein Schütze, also Scharfschütze. Dann machen wir mit Maschinenpistolen. Die drei hier zuerst. Der dritte ist noch irgendwo da drin. Tango auf dem Dach, Tango auf dem Dach. Hier mal kurz schauen. So viele sind hier gar nicht, glaube ich. Na, da ist wieder die gruselige Tante. So, dann werden wir erstmal die drei hier ausschalten. Sicario mit Maschinenpistole. Nee, das sind keine, oder? Nee. Hier genau vor mir sind welche. Drohne fliegt. Das macht 5. Da kommt wieder zurück. Danke. Eröffne Feuer. Ich wollte halt einmal einfach so machen, aber dass die da nicht zielen kann, ist oder dass es so komisch ist zu zielen. Ach, die haben es natürlich mitbekommen. Shit, die wollen hier lang. Was jetzt? Alle bereit? Feuer! Hab verstanden. Mhm. Genau. Weil der so also zielsicher ist, ne? So. Dann schauen Keine wir Tagus mal, mehr da. Ziel eliminiert. Was hier so ist. Alles klar bei mir. Ja, bei mir auch. Bei dir? Demnach kauft El Cerebro für seine neue U-Boot-Konstruktion tonnenweise Militärelektronik im Ausland. Sieht so aus, als wäre erst vor ein paar Tagen eine Lieferung per Schiff gekommen. Meinst du, die sollten wir uns holen? Diese Ladung könnte eine Goldmine an Informationen sein. Wir stehlen das Boot und bringen es Bowman. Die können es dann von der Agency untersuchen lassen. Gut. Außerhalb von Santa Blancas Basis in Caimanes liegt ein Panzerboot mit Hightech-Elektronik für El Cerebros Forschungen vor Anker. Kapern Sie das Schiff und übergeben Sie die Ladung der CIA zur Analyse.
Ja, das war ja auch der Plan, ne? Eigentlich. So, dann hier ist ein Ausrufezeichen. Hier ist ein Ausrufezeichen. Ich sehe eine Waffenkiste. Ach, du siehst eine Waffenkiste, ich noch nicht. Jetzt sehe ich eine. Oh, kann ich gebrauchen. Sturmgewehr, kurzer Schaft. Natürlich will ich die ganzen Waffen haben. Also, was gibt's da? Also, hier. Schrotgewehr brauche ich nicht. MK17. Also, im Vergleich zu MK17. AK. AR. Okay. Was gibt's hier? Hier gibt's also gleich zwei. Scharfschützengewehr. Sehr schön. Sturmgewehr. Ein gedämpfter Schaft. Nice. Okay, das ist auch nicht schlecht. Okay, wir müssen unbedingt hier hin. Ne, hier zu den Doppel. Und dann hier hin. Das ist auch nicht schlecht. Das ist uninteressant. Gut, wir gehen aber erstmal hier hin, dann machen wir das da und dann gehen wir hier. So. Hui. So, ich mach mir auch gleich mal oder bald mal was zu trinken holen. Sehr schön. Da ist wieder was zum... Hier. Wir lassen die Rebellen wissen, wo man den Nachschub findet. Sie können uns später danken. Ja, hoffentlich Willst machen wir du den das. Ort nach Informationen absuchen? Ich will nicht gegen die Rebellen dann am Schluss kämpfen, weil die irgendwie schlimmer als... oder genauso wie die, das Kartell wären. So. Na komm. Machen wir mal die fetten Bonus-Dinger. Ich weiß, wo eine Auszeichnung ist, die das Kartell einem Sicario verleiht, der viele Rebellen getötet hat. Okay. Und hier auf dem Boden liegt auch noch eine Info. Genau. Möchten Sie in einem führende Industrieunternehmen in einer Wachstumsbranche arbeiten? Santa Blanca sucht nach erfahrenen Navigatoren, um umgebaute russische U-Boote für den Schmuggel von Kokain nach Florida zu steuern. Spannender Beruf, unschlagbare Bezahlung, viele Vorteile inklusive gratis Kokain und Firmen-AK 47. Lebensversicherung nicht enthalten. Wow. Wow, 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 wow. So. Warte, ich sehe gerade bei der Einstellung, warte mal. Wo kann ich das? Warte, vielleicht bei Video? Hier Helligkeit. Ich mal ein bisschen heller. Also dann vielleicht ja, so könnt ihr das jetzt besser sehen, ja. Das ist gut. Erreichen Sie die Position des Signals. Das Alarmsignal kommt von dem Laster. Irgendwas stinkt hier. Überall Leichen und dazu Geld ohne Ende. Merkwürdig. Bleibt wachsam. Warte, gerade war... hier. Die wollten nicht mal das Geld. Muss was Persönliches gewesen sein.
Jemand Neues mischt mit und führt Krieg gegen das Kartell. Das melde ich besser. Bowman, hier Nomad. Es gibt ein Problem. Wir haben ein Alarmsignal empfangen und zu einem havarierten Fahrzeug zurückverfolgt. Da wimmelt es von toten Sicarios. Sorge um Ihren Arbeitsplatz. Wer dafür verantwortlich ist, hat das Geld nicht angerührt. Das klingt nicht nach Rebellen oder Unidad. Hier läuft irgendein krummes Ding. Ach, scheiße. Ich glaube, ich weiß, was da läuft. Augenblick mal. Nomad, begrüßen Sie eine alte Freundin. Sie gehört zu Rainbow und kann vielleicht etwas Licht ins Dunkel bringen. Okay, Einsatzbesprechung folgt. Mhm. Nomad, hier Valkyrie. Eine unserer Agentinnen ist kürzlich von der Bildfläche verschwunden. Und wir vermuten sie in Bolivien. Wir wissen nicht, was sie da will, aber die Sache mit dem Laster klingt nach ihr. Sie ist gut, aber sie übertreibt es manchmal. Wir wollen das intern regeln, aber uns läuft die Zeit davon. Daher könnten wir Ihre Hilfe ganz sicher gut gebrauchen. Wir greifen Ihnen gerne unter die Arme, wenn uns Bowman das okay gibt. Wenn es in Bolivien zur Sache geht, will ich dabei sein. Nomad, Sie können Rainbow helfen, aber Sie erstatten mir trotzdem Bericht. Halten Sie Valkyrie über alles auf dem Laufenden. Ich hoffe, Sie wissen, dass wir dasselbe für Sie täten. Sie haben bereits jemanden vor Ort. Sie heißt Twitch. Stellen Sie Verbindung mit ihr her und zeigen Sie ihr, was Sie entdeckt haben. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Valkyrie, Ende. Ja, dann schalten wir uns mal mit Twitch auseinander. Wir treffen uns mit einer Rainbow-Agentin namens Twitch. Sie ist Tech-Expertin und arbeitet viel mit Drohnen. Sie hat's voll drauf, also schaut möglichst intelligent rein und benehmt euch anständig. Das ist ja lustig. Gut. Aber, das ist schon wieder ein Gegner. Aber mit Twitch würde ich mich dann erst das nächste Mal kurz stellen. Und genau. Ich würde sagen, wir sehen uns in das Nähe. Wo sind die? Sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Wow. Genau, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye bye.